So, meine Freunde, da sind wir wieder und jetzt gucken wir mal, ob wir unsere Sims denn finden, die wir kreiert haben. Ich habe die auf jeden Fall freigegeben. Und dann gucken wir mal, ob wir die über die Galerie finden. Sehr seltsam. Vielleicht hier. Na. Dum, 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 dum. Okay. Okay, okay. Hier kann man natürlich verschiedene Sachen aus. Ah, hier sind sie doch. Ja, meine Freunde. Da haben wir unsere Let's Play WG. Mit mir, dem Gregory, dem Peter und der Missy. Und die ist auch freigegeben für euch. Also das heißt, ihr könnt auch mit den Kollegen hier spielen. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie man das Ganze hier hinbekommt, dass man sich solche Inhalte runterlädt. Das heißt, ich werde mir die jetzt in meiner Bibliothek speichern. Das heißt, jetzt müssen sie auch bei mir drin sein. Okay, super. Das hat schon mal super geklappt. Dann gehen wir nochmal gerade auf die Community. Und jetzt suche ich noch die Familie Mops, die wir ja auch schon gemacht haben. Ah, da sind sie. Die Familie Mops. Die könnt ihr euch auch holen, wie ihr sehen könnt. Schön importieren. Und die kann man dann natürlich noch nachträglich bearbeiten. Und wenn ihr die zum Beispiel mal nachträglich bearbeitet, zum Beispiel noch weitere Gamer in die Gaming-WG oder so hinzufügt, dann schickt mir doch einfach einen Kommentar, wo ihr reinschreibt, wie ihr sie genannt habt. Und dann stelle ich auch gerne eure Kreation hier mal vor. Aber jetzt kann es auch losgehen. Wir nehmen also diese Kollegen hier und starten ein Spiel. Oh, und ich bin schon ganz aufgeregt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Music can add. Ja, ja, erstelle und bla bla. Und das haben wir ja auch alles schon gemacht. Und deswegen springen wir am besten gleich mal zu einem Haushalt. So. So, und erstelle einen Sim und ersetzen. Wunderbar. Da haben wir sie alle. Der Gregory Honk, der Smeeter Pietz und die Missy Gladöschen, eine meiner Lieblings-Let's Playerinnen. Mit einem schönen Akzent, wie ich finde. Also könnt ihr gerne mal reinschauen auf den Miss Glados, beziehungsweise den Account Miss Glados gibt es ja nicht mehr direkt, sondern es gibt ja das Orange Wesen. Also Oranges Wesen heißt der Account, glaube ich. So. Und genug geredet, ihr kennt den Gronkh, ihr kennt den Pete und deswegen geht's natürlich jetzt gleich los. Klicke das Häkchen um in meine... Achso, was mir noch einfällt gerade, ich habe ja, ihr habt ja vielleicht am Anfang gesehen, wir haben ja die verrückten Hüte und sowas und alles mögliche, neue Content damit, weil es gibt neue Objekte, verrückte Hüte, die kann man dann auch in-game natürlich gleich mal noch mit ausprobieren und werden wir auch mal bei einer neuen Folge von Erstelle ein Sim machen. So, okay, dann das, wie gesagt, gibt es auch neue Outfits und alles drum und dran, das schauen wir uns aber später auf jeden Fall noch an, was dann in der Digital Deluxe Version so alles anders ist und mit unserer Gaming-WG, die versucht halt richtig durchzustarten hier bei die Sims. Fangen wir an. Einziehen. Deine Sims brauchen einen Ort zum Leben. Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich in Willow Creek und Oasis Springs parat. Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarn und Aktivitäten. Aber du kannst auch jederzeit beliebige andere Welten in die Sims 4 besuchen oder beziehen. Okay, wir können nur auf Grundstücken wohnen. Ach so, ja, wir können uns jetzt hier anscheinend irgendwo was aussuchen. Zum Beispiel was selber bauen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel. 26.000 haben wir. 5.500 müssten wir schon für ein Grundstück ausgeben.
Ja, diese Grundstücke können wir uns alle nicht leisten. Hier könnten wir zum Beispiel hinziehen. Das sieht eigentlich aus wie so eine normale Gegend. Das ist doch wahrscheinlich das günstigste, was man hier finden kann. Oder man kann auch hier hinziehen. Da sieht man schon mal, dass das relativ ja, bevölkert schon ist und wahrscheinlich auch schon die reicheren Sims hier wohnen. Hier, das kostet nur 2000. Ja, gut, hier, da kann man sich auch die 500 noch aus den Rippen schneiden. Gerade mal gucken, 30 mal 20, 30 mal 20 und 30 mal 20. Wer hätte es gedacht? Wo können wir denn mal einziehen? Wir haben, ach ja, die Wahl zwischen Willow Creek und Oasis Springs. Man kann dann natürlich, denke ich mal, auch zwischendurch mal noch umziehen. Staubige Heimat. Die Kiesgrube, nur 1500. Oh, das ist hier bis jetzt das günstigste. Ein tolles Einsteigerhaus für deine Sims. Klick auf dieses Grundstück, um einzuziehen. Wie viel kostet es denn? 13.000. Oh, das kann teuer werden mit dem Einziehen. 3.500. Hier haben wir ja auch noch freie Grundstücke. 5.500. Also das ist hier wahrscheinlich schon die bessere Strandregion. Das ist eher so die, ja, normale Stadtregion, sage ich mal. Man könnte natürlich auch uns etwas günstigeres leisten hier, können dann den Park besuchen und so weiter und so fort. Und ich denke mal, es ist wie bei die Sims 1, 2 und 3, dass man dann auch mal umziehen kann zwischendurch. Wir müssen also nicht unser Gebäude hier festlegen, sage ich mal. Aber mir gefällt es natürlich am Strand besser. Am Strand gefällt es mir besser. Die Kiesgrube ist mir aber zu eklig eigentlich. Aber wie ist es nochmal? Die Let's Player, die müssen ja alle immer klein anfangen, deswegen nehmen wir das Günstigste. Könnte dies das perfekte Zuhause sein? Ja, das könnte es. Und jetzt das Beste an die Sims natürlich, der Baumodus, wo man so viel immer machen kann. Leider wurde ja bei Sims 4 ein bisschen was rausgenommen, aber wir werden gleich mal sehen, wie gut der Baumodus funktioniert. Neue Features zu bieten. Bevor du damit genauer beschäftigst, müssen wir die Grundlagen abdenken. Zuerst sehen wir uns schnell mal an, wie du deinen Sim steuerst. Bewege das Mausrad zum Ranzoom, Maxzoom. Ja, wunderbar. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Kamera, um dich zu drehen. Ja, ich habe keine mittlere. Ach so, rechte Maustaste. Ich bin doof. Oh, guck mal, die Grafik ist doch geil, oder? Also, ich finde die Grafik echt gut. Nicht zusagen, kannst du mit Steuerung Shift Tab. Oh, was sind das für eine Kombi? Zu einer anderen Einstellung wechseln. Boah. Okay, naja, Steuerung Shift Tab, das müssen wir ja. Ich meine, das ist hier frei beweglich, das ist alles ganz cool. Man steuert Blende die Wände im Haus ein oder die Wände aus. Okay, Wände einblenden, Wände ausblenden. Querschnittsansicht. Kamera fokussieren ist ganz leicht, die Kamera auf. Klicke doppelt auf das Porträt. Kameraverfolgung. Du kannst den Sim-Kamera folgen, indem du mit rechts auf das Porträt des gewünschten Sims klickst. Ah ja. Kannst du. Ganz normal. Okay, gut, jetzt wieder in die Pause. Aktionswarteschlange. Von deinem Sinn geplante Interaktionen werden in der Reihenfolge nach Innenwarteschlange eingeordnet. Ja, das kennen wir ja schon von den Sims. Ich meine, dass man da verschiedene Aktionen zuweisen kann, dass das dann in der Warteschlange ist, der das nach und nach macht. Ja. Er spielt natürlich ein Spiel, der Smeeter Pietz wieder, der alte Let's Player, der kann es nicht lassen. Halte die Videospielfilme, Smeeter kann Computerfähig an Computer und Tablets und sogar am Telefon weiter verbessern. Am Telefon kann er sogar spielen? Gibt's doch gar nicht. Was der alles kann? Kästchen sind aufgeführt. Viele Interaktionen können gleichzeitig stattfinden. Okay. Multitasking. Sind jetzt multitaskingfähig. Oh, die Sims, die können mehr als eins. Das bedeutet, dass sie nicht mehr als nur eine Interaktion gegebenen Zeit beschränkt sind. Versuche dich beim Trainieren zu unterhalten oder fernzusehen. Ah, man kann also sich auch unterhalten, während man irgendwas macht oder noch andere Tätigkeiten ausführen.
Selbstständigkeit. Sims haben ihren eigenen Kopf, der auf ihren Emotionen, Merkmalen und Bedürfnissen gründet. Sie treffen Entscheidungen, die für dich überraschend erfreuen oder manchmal auch verblüffen werden. Ja, das werden sie tun, das weiß ich jetzt schon. Mit Gefühlen spielen. Sie haben Gefühle, meine Sims. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im kleinen, aber auch im großen Stil verändert. Die Sims wird nun inspiriert sein. Ach, dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig. Aha. Emotionen. Gebe deinem Sim Stimmung inspirieren, damit dein Gefühl inspiriert wird. Mit diesem Gefühl können deine Sims besser kreativen Tätigkeiten nachgehen. Aha, der ist inspiriert. Mhm. Fahre über das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Deine Laune gründet. Was war das? Staffelei kaufen. Einen Kühlschrank kaufen. Sim möchte deine Kreativität. Öffne Baumhoses und einen Kühlschrank. Ja, ich muss erstmal überhaupt was bauen. Baugrundlagen. Baumodus Sims 4. Leistungsstärker und leichter zu bedienen. Ach ja, da habe ich schon einiges gesehen. Das wird doch. Das wird auf jeden Fall interessant. Tapeten, Fundamente. Hier kann man auch ganze Zimmer, sag ich mal, importieren, wenn man das möchte. Objekte nach Zimmer. Gegenstände nach Funktion einkaufen, wie etwa Elektronik oder, ja, hier Betten zum Beispiel. Suche nach einem Sofa, okay. Ah, hier. Schön. Haushalt. Haushaltsinventar. Insbesondere im Fall eines Umzugs nützlich ist. Das Haushaltsinventar öffnen. Hier kannst du Sichtbarkeit der Wände. Okay. Zimmer bauen. Es gibt viele Tools, die dabei helfen sollen, rasch ein großartiges Haus für deine Sims zu errichten. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige dieser Tools. Natürlich machen wir das. So, komplettes Zimmer platzieren. Klick auf den Bauen-Button. Habe ich gemacht. Gestalte Zimmer. Untergeschossen steht dir eine Auswahl vorgefällt, wie Küche und Badezimmer zur Verfügung. Von hier aus kannst du auch mehrere Zimmer bauen. Mhm. Aha, ja, ja. Magazinansicht. Aha, mit Hilfe kannst du. Oh, das habe ich nicht gelesen, aber einfach drauf geklickt. Naja, sowieso oft. Magazine an sich. Klicke auf das Bild, um eine größere Version zu sehen. Klicke auf einzelne Objekte, um sie zu kaufen oder wähle gleich Zimmer kaufen. Wähle ein Zimmer, das du kaufen möchtest. Aha. Moderner Gaumen. Ist das denn eine Küche oder wie? Ah, da kriegt man das dann groß angezeigt. Leere Zimmer. Ja, gut, ich will jetzt erstmal auch keins direkt kaufen. Ich will das ja alles selber machen. Du kannst komplette Zimmer verschiedenster Formen platzieren oder eine einzelne Wand errichten. Klicke auf ein Zimmertool oder auf ein Wandtool. Rundplatte, Wandtool, Wandtool B, Raumtool. Klicke auf ein Zimmer und alle Optionen. Du kannst es verschiedenen Pfeilen ziehen. So, wir machen jetzt erstmal eine Wand, oder? Geht das noch nicht? Ich muss ja erstmal die Tipps durchgehen. Fundamente. Nachdem du ein Zimmer platziert hast, kannst du ein Fundament hinzufügen. Wenn du ein Fundament hinzufügst, kannst du seine Höhe steigern oder verringern oder es vollständig entfernen. Aha. Ah, hier kann man Fundamente hinzufügen. Fundamente. Das ist ja fundamental. Okay, aber jetzt können wir ja mal wirklich anfangen, ein bisschen zu bauen, oder? Wände und leere Zimmer. Okay, wo fangen wir denn an? Wir fangen so ein bisschen mittig an, denke ich mal. Hier ist auch ein Briefkasten, da müssen sie nicht so weit laufen, dass wir ein bisschen noch links und rechts Platz haben. Okay. Das war jetzt... Wie viel habe ich jetzt ausgegeben? Ich habe es nicht so richtig gesehen irgendwie.
Man kann das jetzt auch rückgängig machen übrigens. Zack, zack. So, und dann kriege ich mein Geld auch wieder. Hahaha. Falls ich mich doch mal verbaue. Gut, wir fangen mal mit was recht Simplem, Einfachen an, denke ich mal. Es müssen zwar mehrere Räume sein, aber das heißt ja nicht, dass das Haus unbedingt rund sein muss oder so. 3000, das können wir uns leisten. So, und dann bauen wir so um die Ecke. Da können wir hier noch irgendwas dazwischen bauen dann. Ist jetzt hier eine Wand eigentlich dazwischen oder ist da keine Wand dazwischen? Ah, da ist eine Wand dazwischen, okay. Kann ich hier Wände auch wegmachen? Ah ja. Sehr gut. Hier kann ich Wände wegmachen, da kriege ich auch gleich wieder Geld gut geschrieben. Na, wenn das mal nichts ist. Das lässt sich natürlich richtig schön einfach steuern, das ist gut. Was haben wir denn hier? Morgen. Aha. Da kann man auch oben drauf dann theoretisch was machen. Was ich allerdings brauche, sind Türen. Gewöhnliche Fiberglastür, da ist aber ein Toilettenzeichen drauf. Schlichte Tür mit einem Panel. Oh, es wird nicht ganz mittig, oder? Müssen wir nochmal anbauen auf der einen Seite wahrscheinlich. Na gut, baue ich nochmal eine Wand an. Habe ich nicht ganz auf die Symmetrie geachtet. Zack. Weg damit. Man kann auch Wandschrägen bauen, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch cool. Wo willst du denn hin, mein Mauszeiger? So, das da weg. Und jetzt haben wir hier natürlich so eine Zwischenwand. Die wollen wir natürlich nicht haben. So, jetzt habe ich ja hier ein Fundament, ne? Man kann auch jetzt ganze Räume übrigens verschieben, ne? Kann man jetzt hier so... Auf dem ganzen Grundstück kann man es hin und her verschieben noch, wenn einem das nicht so passt. So, jetzt haben wir hier ein Fundamentchen, sage ich mal. Also das Fundament ist recht hoch, finde ich jetzt. Man kann das natürlich noch ein bisschen absenken. So, nicht ganz so hoch das Fundament machen. Erstmal nur so ein normales, kleines Fundament. Ah, das kann ich dann hier so auswählen. Ah, das kostet nichts. Ah, cool, Fundamente kosten nichts. Weltuntergangsfundament, ne, das ist ja genau das Richtige. Gemischte Identitäten, ja, das stimmt. Stimmt eigentlich am ehesten. Das sind ja alles wirklich gemischte Mentalitäten. Pipette, Vorschlag. Was, Vorschlaghammer? Kann ich da Sachen wegreißen oder was? Design Tool. Okay, das geht nicht. Gut. Tapeten brauche ich natürlich. Gibt es hier Außen- und Innenwände irgendwie? Paneele? Verkleidung? Fliesen, Mauerwerk. Ah ja, das ist gut. Das brauchen wir nämlich für außen. Die kosten auch erstmal alle 5. Das hier ist das teuerste, 6. Was ist das? Abgeblockt. Ja, welche Farbe könnten wir denn hier machen? Wir können ja auch die Farben unterschiedlich auswählen. Zum Beispiel rot. Mhm. Ich meine, es ist auch eine Frau dabei bei der WG hier. Das gibt dann dem Ganzen einen kleinen weiblichen Touch am Ende. Was haben wir denn hier? Backstein mit Steinen. Mhm. Oh, das sieht schön aus. Ja, ich glaube, das nehme ich. Das ist doch mal schick. Passt doch ganz gut in die Landschaft, denke ich mal. Ich meine, Außen- und Innenwände kann man natürlich noch einzeln gestalten. Müssen wir auch gucken, dass der Preis stimmt, ne? So viel Geld haben wir noch nicht. Die lieben Sims hier müssen ja auch noch ihr Geld verdienen dann später mal. Aber zum Glück kostet die Wand ja nicht so viel. Aber ich möchte sie auch nicht in so einen Betonbunker
ohne alles einziehen lassen. Die sollen sich schon zu Hause fühlen, ein klein wenig. So. Zack, zack. Zap, zap. So, Farben, Wandfarben, einfach dunkle Töne, einfache Pastelltöne. Wir brauchen auch noch Fenster, fällt mir gerade so ein. Das machen wir dann, wenn wir die Räume aufgeteilt haben, glaube ich. Das ist dann am besten, wenn wir die Räume aufgeteilt haben. So, wir haben auf jeden Fall erstmal eine Tür. Da hoffe ich mal, dass man da auch reinkommt. Oder müssen wir da schon eine Treppe hinbauen? Nee, oder? Nicht wirklich. Aber ist natürlich erstmal, wenn wir das Fundament nochmal erhöhen wollen, ein Anfang. Der Briefkasten ist dann da. Okay, jetzt brauchen wir natürlich ein paar Fenster. Dann nehmen wir erstmal ein paar günstige, nicht so teure. Wie sieht das aus? Lichtkasten für den Eingang. Machen wir erstmal die normal teuren, also die günstigeren. Und sparen dann ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, wie sieht es denn aus? Ah, da kommt jetzt hier Licht schon mal durch die Fenster rein. So, wie wollen wir denn die Räume aufteilen? Brauche ich wieder Wände, ne? Wandmuster? Nee. Wände und leere Zimmer, genau. Was haben wir denn hier? Terrasse. Ach, man kann auch Terrassen machen. Na gut, auf dem kleinen Grundstück brauchen wir noch keine Terrasse. Achteckiger Raum. Einen achteckigen Raum? Okay, das ist dann für die Let's Player, kannst du dich drin einschließen und zocken. Rundplatte. Was mache ich denn mit einer Rundplatte? Aha. Ja, mal wieder rückgängig machen. Ich wollte es nur mal ausprobiert haben. Viereckiger Raum. Ja, das ist ein normaler Raum, oder? Raumtool, ja. Okay. Gestaltet Zimmer. Ja, erstmal müssen wir was festlegen. Und zwar würde ich sagen, brauchen wir ja schon ein, zwei Zimmer. Hier hinten können wir ja dann das Schlafzimmer hinmachen. Oder die Schlafzimmer, besser gesagt. Weil die müssen ja alle vier auch ein Bett haben. Brauche ich natürlich auch eine Tür. Ist logisch, sonst klappt das nicht. So, ich sag mal so, da gehen wir hier hinten in das Schlafzimmer rein. Aber es gibt auch größere und kleinere und mittlere Türen, oder wie? Ah, es gibt wohl auch größere Türen, oder was? Hohe Türen. Ich sehe da keinen Unterschied gerade, aber egal. Naja, egal. Ich sehe keinen Unterschied auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Gestaltung eines Schlafzimmers an. Ah, alle vier zusammen in einem Zimmer geht das gut, wenn da eine Frau mit dabei ist. Eigentlich brauchst du ein getrenntes Zimmer, einen getrennten Bereich, aber man nimmt ja, was man kriegen kann, bekanntlicherweise. Schlafzimmer. So, ich will aber... leere Zimmer haben, leere Objekte. Ah, hier Betten. Natürlich, Kobolde abwehrendes Bett für unser Bestes. Reduzierte Liege. 300 kostet so ein Ding und die kosten 3... Oh, Doppelbetten kosten gleich mal. Ja, aber Doppelbetten wollen wir ja auch nicht. Die sollen ja jeder sein eigenes Bett bekommen erstmal. Wie gesagt, am besten... Oh, die Erhöhung. Sehr nice. Einzelbett mit Stauraum. Okay. Nee, die kriegen alle erstmal ein normales Bett. Wie drehe ich die Dinger denn? Ich will das Bett drehen. Ich kann doch das Bett irgendwie drehen, oder nicht? Kann ich das Bett nicht drehen? Ich dachte
doch, doch. Ach, man kann auch Farben machen, ne? Für 300 verkaufen. Ah, da kann ja auch jeder sein eigenfarbiges Bett bekommen. Ah, hier, für die Missy. Was in rosa? Ich denke mal, das hier würde wahrscheinlich ganz gut passen zu ihr. Ich muss noch mal rausfinden, wie ich die Betten drehe. Wie drehe ich denn ein Bett? Oh mein Gott. Herausforderungen stellen sich mir. Haus verschieben. Ich will das Haus nicht verschieben. Heranzoomen, Vogelperspektive. Ja, Vogelperspektive ist zwar ganz nett, aber wie drehe ich denn mein Bett? Gut, das ist erstmal das Erste hier. Im Inventar platzieren, ne? Das will ich ja auch nicht. Ich will das Ding drehen. Achso, jetzt habe ich die Pipette ausgewählt. Ah, das ist natürlich schlecht. Rotate R? Nee. Oh, Leute, Leute. Irgendwie? Weiß ich nicht, wie ich das Bett drehe. Wie drehe ich denn Gegenstände? Verschiedenes. Nein, das ist es noch nicht. Bauen. Oder kann ich das im Baumodus drehen? Ich wollte das gern so drehen, dass dann einer so zur Tür liegt, wisst ihr? Oh Mann. Uff. Wie war das? Der Baumodus ist leichter als je zuvor. Ja, wenn man es drehen kann. Huch. Okay, jetzt habe ich es wieder abgerissen. Alter Schwede, wie drehe ich denn Betten? Energie 4, unwohl. Mhm. Das heißt, es ist nicht so besonders gut. Jetzt hier hinter ein Bett platziert? Nein. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Das hat sich jetzt gerade von selbst gedreht. Aha. Na gut, es ist auf jeden Fall schon mal in der richtigen Richtung gedreht. So, dann legen wir einen Sim. Sagen wir mal, hier so hin. Das Schlafzimmer ist schon recht groß. Da können wir bestimmt noch ein Bad mit ranbauen. So. Wir müssen Platz sparen. Die Gamer WG hat noch nicht so viel Geld. So, kriegt jeder seine Farbe vom Bett. Dann haben wir hier noch ein blaues. Bisschen weiter auseinander. Sie mag die anderen Sims nicht so in ihrer Nähe. Die sollen ja nicht auf die Pelle rücken. Sie braucht ihre Privatsphäre zum Beispiel zum Schminken oder so. So, dann brauchen wir noch ein Bett. Machen wir wieder andere Farbe. Tun wir dann hier hin. Zack. Und noch ein letztes Bett. In einem wunderschönen oder auch nicht so wunderschönen Grün. Das ist doch schon mal schick. Gut, dass im Baumodus die Zeit angehalten ist. Guck mal, hier unten kann man fischen. Aber das ist jetzt nicht Thema. So, dann den Baumodus. Ich brauche wieder Wände. Wände, Wände, Wände. Wenn ich alles so viel hätte wie Wände.
So, jetzt ziehe ich mir nämlich hier noch ein kleines Bad ein. Ein kleines Mini-Bad sozusagen. Wir können vielleicht sogar hier so machen. Und dann mache ich die Wand mit dem Vorschlaghammer, mache ich die weg. Bam, bam. Oh Mann, das wird lustig. Ich habe kein Konzept hier. Okay, das Bad braucht natürlich auch ein Fenster. Dann machen wir hier so ein kleines. Wie machen wir das so ein bisschen holzmäßig? So ein Oberlicht einmal hier und einmal auf der anderen Seite noch eins. Das Bad ein bisschen belichtet wird. So, da kommt dann hier wahrscheinlich auch die Wanne und alles hin. Verschiedenes. Komfort, Betten. Achso, da, hier kann man auswählen, ne? Sanitär, das ist schon mal gut. Weil wir brauchen eine Dusche, weil Sims müssen erstmal nur duschen. Die Wanne wird wahrscheinlich zu teuer. Vergleichen das mal. Wanne 250. Dusche 250. Was? Duschen sind teurer? Hygiene 5. Ja. Hygiene 3. Okay, also eine Dusche macht schon mal mehr Hygiene. Da investiere ich doch gerne ein paar Simoleons oder wie die Währung immer heißt. Hier mehr. So, ein WC. Der Botschafter, ja, er vermittelt eine richtige Botschaft und zwar, hier kannst du kacken. Okay, der Botschafter, nehmen wir den Botschafter, wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich hier das Objekt gedreht habe. Ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht, wie ich die Objekte gedreht habe. Ich bin ganz ehrlich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich werde wahnsinnig. Gut, dass die Dusche richtig steht. Mach mal ein bisschen Platz. Machen wir das Klo hier hin. Und dann brauchen wir noch ein Waschbecken, wo man sich dran waschen kann. Der Patrizier. Mhm. Erhöhtes Waschbecken. Brut. Dieses auffällig erhöhte Waschbecken hat nichts Anmutiges. Es eignet sich sehr für moderne und leicht einschüchternde Badezimmer. Ja, genau so ein einschüchterndes Badezimmer habe ich auf jeden Fall hier. Habe ich wenigstens eine nicht ganz so einschüchternde Farbe. Da kommt der weibliche Touch wieder durch. So. Erstmal zweckmäßig eingerichtetes Badezimmer. Was haben wir sonst noch so? Alles anzeigen. Achso. Wanne kommt dann später. Hoffe ich. Vielleicht können wir uns auch nie wieder eine Wanne leisten. Okay, dann haben wir einmal eine Unterteilung Wohn- und Esszimmer nachher noch. Da würde ich sagen, Wohnzimmer größer, Esszimmer kleiner. Und dann später kommt noch eine Unterteilung in verschiedene andere Zimmer. Man könnte vom Schlafzimmer direkt ins Esszimmer gehen, dann machen wir das Esszimmer ein klein wenig kleiner. Nicht ganz so groß. Muss ja auch keine Tür oder so dazwischen sein, kann ja ein offener Raum sein. So. Nur, dass man so ungefähr weiß, ah, hier könnte das Esszimmer lang gehen. Was macht der denn? So, genau. Das ist dann das Esszimmer. Da geht es dann hier rein. Okay. Bodenmuster. Ah, hier kann man Teppich wählen oder Holz. Kork zum Beispiel. Häckselholz. Ach, das ist Häckselholz. Schmiegsam und biegsam. Sehr gut.
Hier, das ist gut. Fürs Schlafzimmer nehmen wir was mit Teppich, weil das angenehmer ist für die Füße. Fürs Wohnzimmer nehmen wir ein bisschen paar Brokettböden. Na, das hat doch schon viel Schönes. Oder, naja, fast. Fürs Badezimmer brauchen wir Fliesen. Boah, sind die hässlich. Antike Steinfliesen. Annehmbare Bodenfliesen. Na, dann nehmen wir doch ein paar annehmbare Bodenfliesen. Habe ich jetzt hier... ich glaube, ich habe noch Parkett ausgewählt. Ah, die kann man auch färben. Blau. Ach, in Weiß gefallen die mir schon gut. Wir können es doch erstmal weiß machen, das Bad. So. Und schon haben wir ein etwas schöner eingerichtetes Badezimmer. Was ich natürlich noch brauche, sind Lampen. Elektronik. Alarm. Verschiedenes. Also Lampen sind nicht bei Elektronik. Lagerung. Apparate. Hier vielleicht? Nee. Apparate, Komfortoberfläche, Sanitär. Vielleicht bei Deko. Wanddeko. Spiegel, Gemälde und Poster. Lampen. Lampe. Und wo sind sie? Ah, Beleuchtung. Gibt es separat. Aha. Stehlampen, hier haben wir Kronleuchte. Was wäre denn fürs Bad eine passende Lampe? Eine Wandlampe vielleicht. Dispersive Lampe. Hierbei handelt es sich um eine abstrakte Nachbildung des berühmten Prisma-Experiments, mit dem die Spektronomie begann. Was auch immer die Spektronomie ist. Ich glaube, die Aeon-Lampe macht einen ganz coolen Eindruck, aber ein scheiß Licht. Ah, die macht doch ein schönes Licht. Aber ich glaube, es ist vielleicht fürs Badezimmer eher doch eine Deckenlampe angebracht. Hier. Das ist schön. Ah, und unser Badezimmer bekommt etwas Licht. Na, wenn das nichts ist. So, fürs Schlafzimmer, was können wir da nehmen? Glücksfall. Ich weiß nicht, was daran jetzt der Glücksfall ist. Vielleicht, dass es nicht auf einen drauf fällt, während man schläft. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Ausrichtung vorhin gemacht habe. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig gerade. Dass ich das irgendwie noch nicht rausbekommen habe. Mit dem Ausrichten. Oh, da brauchen wir zwei. Oh, hier, das ist so ein schönes Schlafzimmerlicht. Aber ich will die drehen. Ich will das drehen. Wieso kann ich das Ding nicht drehen? Davon nehmen wir natürlich zwei. Und zur Not nehmen wir dann nachher noch eine Ecklampe irgendwo. Falls dann doch zu wenig Licht ist, eventuell hier im Schlafzimmer. Noch so eine Stehlampe rein oder so. Oh ja, Sonnenanbeterlampe, die muss hier hin. Nein, war Spaß. Stehlampe für Kinder. Mhm. Die Ecke ist etwas unausgeleuchtet. Vielleicht sollte ich auch einfach Fenster in den Raum bauen, dann wird es mir automatisch heller. Könnte man natürlich mal probieren, ne? Wo macht man denn mal ein Fenster hin? Hier machen wir ein Fenster hin. Und dann... Die Wand können wir eigentlich auch ein Fenster machen. Sieht das aus? Sieht komisch aus, weil das andere Fenster anders ist. Und es ist nicht wirklich normal aussehend. Naja, aber das kann man ja später immer noch beheben. Wir müssen ja erstmal klein anfangen hier. Na, die Fenster müssen schon gegenüber sein, sonst sieht es komisch aus.
Hier, direkt übers Bett. Ja, kannst du gut schlafen dann. Ich will das Ding drehen. Jetzt habe ich es. Oh, das könnte alles so einfach sein. So, dann machen wir die hier dazwischen. Die machen wir hier zwischen die zwei Betten. So. Und da haben wir doch schon ein relativ helles Zimmer. Oh, manchmal könnte es so einfach sein. Und dann kommt man nicht auf die einfachsten Sachen. Einfach rechte Maustaste mal drücken. Und nicht gedrückt halten. Linoleum, Mauerwerk, Stein. Metall draußen? Gibt es keinen Teppich? Ach doch, hier gibt es Teppich. Klettertrompetenteppich. Teppich. Rot. Für ein Schlafzimmer nicht so geeignet. Ich glaube, die lieben Let's Player können sich mit unserem Miss GLaDOS auf ein neutrales Blau beziehungsweise vielleicht ein Beige einigen im Schlafzimmer, obwohl Blau passt besser, glaube ich. Ah, guck mal, da kann man direkt das ans Zimmer anpassen. Ist das nicht schön? Und da wir hier eine offene Durchreiche haben, sage ich mal, würde ich hier auch gleich das, wie wir es im Wohnzimmer auch schon hatten, machen. Oh, mir fehlt was. Natürlich weniger gut. So, Fenster machen wir auch wieder rein. Nicht geizen mit Fenstern, denn wir wollen ja auch ein bisschen Licht haben für unsere Sims. Und unsere Sims mögen es ja hell, so wie wir das aus den letzten Sims-Teilen ja schon kennen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe es um eins verpasst. Mist. Noch ein weiter. So. Und dann machen wir gegenüber auch genauso wieder Fenster hin. So. Und ich glaube, das passt schon wieder nicht. Hier müsste es sein. Ah ja, genau. Damit das auch relativ gleichbleibend ist. Gut, dann haben wir schon mal helle Räume. Das ist gut. Was? Friesrahmen. Was ist das denn? Ah, größere Höhe erforderlich. Ja, verstehe. Was haben wir da? Dachleisten. Die Dachleiste muss ja einigermaßen dazu passen. Machen wir so einen Farbton hier. Wie kann ich mir das Dach nochmal angucken? Dach, Dach, Dach. Wände einblenden. Ja, die Wände sollen ja eingeblendet werden. Das ist ja okay. Hier kann ich noch ein Dach auswählen. Ein Giebeldach, ein Waldendach. Ich glaube, wir bleiben bei dem einfachen Giebeldach. So. Die anderen Häuser in der Umgebung sehen auch nicht viel anders aus. Ne? Ich denke mal, das passt schon. So. Okay. Achso, das geht nicht direkt so, wie ich mir das gedacht habe. Kann man die wahrscheinlich kombinieren, denke ich mal. So, ne? Genau, das muss ich ja dann hier so treffen irgendwie.
oder? Die Dächer sind doch auch so dann, dass die sich da an einer Stelle treffen, das eine so weitergeht und das andere dann aufhört oder so. Ist das nicht so? Wie mache ich denn da den Abschluss dann? Giebeldach, diagonal. Aha. Ach, das ist dann so. Halbes Giebeldach. Ah, das ist... Ah. Ah, ich glaube... Ja, ich verstehe. So, das ist das halbe Giebeldach. Und was ist das? Halbes Waldmaldach. Ah. So? Nee. Hä? Ich verstehe es nicht. Lange Wand, mittlere Wand. Aha. Ja, irgendwie muss man die ja jetzt so zusammenkriegen, dass die dann an der Ecke sich überlappen. Oder sehe ich da irgendwas falsch jetzt? Ich bin überfordert. Hilfe, 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 liebe Buddies. Ich bin überfordert. Ein zu großes Dach. Ja. Und wenn ich hier das nehme, was passiert da? Können die sich wenigstens erstmal treffen. Da haben wir jetzt das Problem mit der Größe nicht direkt. Da muss ich wirklich demnächst mal gucken, wie ich die Dächer hier zusammenbekomme. Obwohl, das sieht eigentlich ganz gut aus gerade. Ja, guck mal. Das sieht doch ganz gut aus. Sie treffen sich hier genau. Ich weiß nicht, wollen wir es nicht ein bisschen überstehen lassen vielleicht? So gerade drauf sieht immer komisch aus. Und wo ist meine Tapete hier an der Außenseite hin? Habe ich das nicht... Habe ich nicht hier auch... Oh, habe ich nicht Wandfarbe überall angebracht? So, welches waren das jetzt? Ha, gefunden. Lost and found. Okay. Das ist schon mal das. Dann können wir ja jetzt wieder bei den Zimmern weitermachen. Ach, das ist Wahnsinn, es ist. Ach, hier oben ist auch noch nicht angemalt, ne? Eieiei. Zack, Backstein. Mein Back, dein Backstein. Ah, hier ist es jetzt auch schon angemalt. Okay, dann passt das. Puh. Es ist gar nicht mal so einfach, so ein erstes Haus zu bauen für seine Sims, so wie man sich das vorstellt, ne? Man hat ja mal bestimmte Vorstellungen, danach geht man dann auch. Ich will auch gar nicht die Vogelperspektive. Ich will wieder ins Haus reinzoomen. Kann ich das nicht irgendwie? Ach, ich muss hier die Ebenen wechseln, ne? Ah ja, Stock runter. Genau. Ah. Ich komme der Sache langsam näher. So, die Küche wollen wir einrichten. Küche, Küche. Komfort. Nee, das ist alles Sitzoberflächen. Sanitär, Aktivitäten und Fertigkeiten. Das hat doch bestimmt mit Küche auch zu tun, oder? Nee. Elektronik. Komfort, Sitzen gewesen. Oberflächen. Ah, hier haben wir erstmal die einfachen, würde ich sagen. Sonst
Sonst kriegen wir hier gleich die Krise. Inseltheke von Plat. Irgendwas. Welchen Farben haben wir die denn? Wenigstens was, was zur Wohnung ungefähr passt. Grau. Ah, hier, das ist schön. Das ist doch mal schön. Schön modern. So, das muss einmal um die Ecke rum haben. Da kann man ja auch dann Herd oder sowas mit einbauen. Computer, Fernseher, Audio, Alarm, verschiedenes. Ist das dann doch bei Fertigkeiten vielleicht? Wissen, kreativ, Freizeit. Oh, das sieht eine brennende Tiki-Bar. Ja, warum nicht? Aber jetzt ist vielleicht Feuer nicht so gut. Mr. Caps Lock hatte sich hier eingeschaltet. Kochfähigkeit, Zuverlässigkeit 5. Wir wollen mit der Gesundheit unserer Sims ja nun nicht geizen, ne? Zack. Vor allen Dingen muss ja auch erstmal einer dann die Kochfähigkeit bekommen. Oh Gott. Komfort. Sind da auch Tische dabei? Nee. Bei Oberflächen sind Tische, okay. Haben wir irgendwas, was so aussieht wie ein Küchentisch? Zeichentisch. Essen und Recyceln. Bestehen alle aus einem Betonbein und einer recycelten Küchentür aus dem 18. Jahrhundert, womit jeder über seine eigene Geschichte verfügt. Wunderrede, Kerle, Rätsel über ihre Geheimnisse und öffne die Tür für lebhafte Plaudereien bei bevorstehenden Mahlzeit. Okay. Kann ich da zwei aneinander vielleicht? Oder nehmen wir gleich einen großen Megatisch? Authentisch antik. Essen und Recyceln. Ach, das ist wieder so einer mit der Tür hier. Bloß in groß. Ach, der ist lustig. Der passt bestimmt hier gut in die Küche. Stellen wir mal mitten rein. Dann brauchen wir noch ein paar Stühle. Da können wir erstmal ein paar einfache nehmen. Das später dann noch anpassen. Weil wir brauchen ja viel davon. Wir haben ja auch 4 Leute. Hoffe ich mal, dass da auch 4 ranpassen. Okay, da haben wir ein Herd. Das, was immer wichtig war, war glaube ich auch ein Telefon. Telefon. Telefon, so Rauchmelder. Das ist immer gut, wenn man den da drüber hat. Brandvorbeugungssystem, ja, warum nicht? Audio. Computer, Fernseher, verschiedenes. Ah, hier sind Uhren. Ah, ein Wecker brauchen wir ja eigentlich auch noch, ne? Jetzt weißt du, macht Uhr ohne Zahlen. Findest du es nicht? Wanduhr. Okay. Das war jetzt eigentlich nicht so das, was ich wollte. Es gibt so viel Zeug schon wieder. Ich muss hier erstmal durchfinden. Ein Wecker wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich ein Telefon. Oder gibt es hier kein Telefon mehr in Sims? Können wir nicht mehr Leute anrufen? Es gibt kein Telefon mehr. Okay, die benutzen wahrscheinlich alle Handys. Ja, Wohnzimmer hätte ich gern. Ach, hier kann man auch einzeln die Zimmer so anklicken und sagen, hier such mir mal was. So, mal gucken, was gefällt mir denn mal? Im Falle von Gesellschaft. Modernes Wohnen. Mhm. 2 Sofas. Ist aber gar kein Fernseher dabei, ne? Mhm. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Sofa, dass die sich dann auch setzen können.
Aber fangen wir vielleicht erstmal mit was Einfachem an. So. So, mal an der Wand platzieren, dann kann man vom Sofa aus dann bestimmt auch Fernsehen, hoffen wir mal. Das ist ein Tisch, der hoffentlich auch zum Sofa passt. Wir müssen nur genug Platz lassen. Nicht, dass dann die Sims viereckige Augen bekommen. Fernseher. Oh, ein Pinguin-Fernseher, sehr schön. Wegsee-Fernseher. Ah, so kann man den auch platzieren. Gut. Da haben wir schon mal einen Fernseher, einen Tisch und ein Sofa. So, brauchen wir noch mehr Sitzgelegenheiten auf jeden Fall. Moderner Stuhl auf großem Fuß. Ein Kamin. Ja, im Kamin brauchen wir jetzt nicht unbedingt Skulpturen, muss auch nicht sein. Fensterbänke. Ach nee, Behänge. Gut, vielleicht später. Zimmerpflanzen, ja, die machen das Zimmer natürlich schöner. Um die können wir uns dann nachher auch noch kümmern. Schmucktische. Oh, es ist so schwierig, mal wieder. Aktivitäten und Fertigkeiten. Gibt es auch sowas wie Bücher, die man dann lesen kann? Raketenschiff Apollo, Raketenschiff. Kreativ. Ach, das ist dann hier für den kreativen Sim von heute. Das königliche Mikro. Oh, das ist genau das Richtige für Let's Player. Und die Staffelei wäre eigentlich was für mich. Klavier gibt es auch. Oh, virtuose Violine. Ein Bonsai-Baum. So, wir nehmen erstmal das Mikrofon. Das ist ja genau das, was Let's Player auch so brauchen. Da kann man dann erstmal üben. Was haben wir hier noch? Aquarium. Postkartenpinnwand. Massig Freunde. Ausstellungsregal für Elemente. Tisch auf ein Spiel. Ah, cool. Da können dann mehrere Sims zusammenspielen. Das wird dann quasi hier so ein bisschen der Spielbereich. Brauchen wir bestimmt Stühle. Oh, er hat sich schon ausgerichtet. Ich depp. Dum, 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 dum. Ah, das sieht doch nach was aus. Nach ein bisschen Spiel, Spaß, Spannung, Freizeit. Ein bisschen Gemütlichkeit hier. Wo man sich auch mal entspannen kann. Sofas. Zweisitzer. Ah, das sind Zweisitzer und das sind größere Sofas. Für den Fall, dass mal Gäste kommen, könnte man dann quasi ein größeres nehmen. Machen wir doch eine Eckkombination sozusagen hier, dann können die sich mit denen, die hier sitzen, unterhalten. Aber da stört hier die Wand. Oh. Dann machen wir es so. Und dann machen wir es so. Und den dann so. Ja. Das ist doch schon mal ganz gut. Was ich noch brauche, Kühlschränke, Elektronik, Küche. Ha, Kühlschränke, da sind sie. Zuverlässigkeit, 5, für den Anfang, Kochfähigkeit 5. Was heißt hier Kochfähigkeit 5? Brauche ich da 5 Kochfähigkeit oder kriege ich da mehr Kochfähigkeiten dafür? Nehmen wir erstmal den einfachen Kühlschrank. Stellen wir hier hin. Ach, eine Spüle brauchen wir ja auch. Wir müssen ja abwaschen. Mist. Stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Muss ja auch abgewaschen werden. Sims sind ja von Natur aus faul. Es ist die Frage, ob wir auch noch eine Mikrowelle machen wollen, vielleicht.
Reine Einfachheit Waschbecken. Ja, das reicht für den Anfang. Mikrowelle, Zuverlässigkeit 5, 8. So, dann machen wir hier noch eine Mikrowelle hin. Dann kann sich auch mal einer irgendwas in der Mikrowelle brutzeln. Falls die Kochfähigkeit dafür nicht ausreicht. So. Was haben wir hier? Enthalten? Draußen. Ne, draußen machen wir noch nicht. Kinderzimmer haben wir noch. Kinder haben wir zum Glück noch keine. Büro. Bücherregale. Ah, hier kommt doch das, was ich gesucht habe. Bücher und Bücherregale. Dann stelle ich das mal hier ein bisschen weiter rüber. Boah, das ist geil. Intellektuelle Illusion. Wandregal. Das sieht cool aus. Spaß 5. Umgebung 2. Ach, das hat dann auch... Manche haben auch Einfluss dann auf die Umgebung. Die sind dann nur teurer. Okay. Inaktivitäten. Bewegungsbewacher. Okay. Aber was hier alles gibt, ey. Noch so ein Läufer? Unter den Tisch vielleicht? Haben auch verschiedene Farben. Was sind gelb vielleicht mal? Oh, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeug. Und wenn wir dann merken, dass uns irgendwas fehlt, dann... Außer natürlich Wandfarben. Wände haben wir noch nicht bemalt. Das merke ich auch gerade. Die Wände haben wir noch nicht bemalt. Ja, Tapeten. Fliesen. Perfekte Pixel. Das ist eher was fürs Badezimmer. Pixel sind immer gut. Die Gamer stehen auf Pixel. Das wissen wir ja alle. Und die Gamer WG mag natürlich auch Pixel. Und deswegen kriegt sie auch Pixel. Auch wenn es vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so passt. Mit dem Fußboden oder so. Aber das, wie gesagt, das passe ich dann später auch alles noch so ein bisschen an. Tapeten. Oh ja, ja, mal einiges an Tapeten. Und vor allen Dingen hässliche Tapeten teilweise. Paneele, Tapete, Fliesen, Farben. Ah, hier kann man auch einfärben. Mhm. Oh, hier haben wir ganz viele, viele verschiedene Farben. Schlafzimmer. Machen wir mal in so einem Grün erstmal. Der Teppich war ja auch so grün-blau, glaube ich. Und schon sieht das Zimmer ganz anders aus. Oder sagen wir, schöner aus. Und unsere Sims sind hoffentlich dadurch glücklicher dann, wenn sie nicht in so kargen Wänden leben müssen mit Beton und allem. So, Paneele. Ja, Paneele. Paneele, Paneele. Ich glaube, das sieht ganz cool aus fürs Wohnzimmer. Hat so einen warmen Touch. Wäre ja gelacht, wenn unsere Sims da nicht... Aber hallo und so, ne? Ich weiß, es sind Gamer und die wollen auch alle einen Computer haben, aber... Momentan müssen wir gucken, um was wir uns leisten können. So, was machen wir in der Küche? Verkleidung, Mauerwerk. Fein und Stein. Mhm. Fliesen. Tapeten. Vielleicht Farben, so Farbflächen. Ich hatte ja eher an so halbe Fliesen oder so gedacht. Karo. Hm, das passt, glaube ich, nicht so. Was haben wir hier? Hm. Sterilisiert. Knorpeliger Kleber. Na, wenn das mal nichts ist. So ein was hell? Ein etwas hellerer Ton? Kann man ja später auch immer noch mal was anderes tapezieren, wenn man will. Oder anders einfärben. So, so. Dass das so eine etwas, ja,
modernere Küche, sage ich mal, mit dem, was wir uns leisten können momentan. Computer. Da gibt es schon ein paar etwas günstigere Modelle. Da brauche ich aber einen kleinen Schreibtisch. Aufpoliertes Pult oder ein Wissenspult von für unser Bestes. Da machen wir doch gleich mal das Beste. Nur das Beste für unsere Spielefreaks. So, einen Schreibtisch brauchen wir da. Einen Bürostuhl brauchen wir. In welcher Farbe machen wir den mal? In weiß natürlich. Passt zum Fernseher. So. Das Slaplet. Ein Slaplet-PC, wenn das nichts ist. Das kann man sich später mal leisten. Jetzt nehmen wir erstmal den billigsten Computer, den wir haben. Wir müssen ja klein anfangen. Und arbeiten uns dann immer weiter hoch hier. Bis zum Ghostwriter-Desktop. Okay. Ich denke mal, wir haben alles. Und können unsere Sims jetzt erstmal schon mal einziehen lassen und gucken, wie sie sich da freuen, ob das ihnen überhaupt gefällt. Dein Sim ist inspiriert und möchte kochen. Machen wir uns mal was Einfaches. Grillkäse zum Beispiel. Familiengröße. Kochst du gleich mal für alle. Peter. Aha, okay. Wenn ich auf die einzelnen Sims drücke, kriege ich... Ich hoffe mal, ich mache jetzt hier nicht gleich Feuer und alle sterben. Gelna, Storbidu. Ponka, Yips, Yips. Yips. Desto mehr Rezepte werden freigeschaltet, okay. Flazit. Pample Peluche. Ushakapur. Gaba Woony Hish. Yips, Alcha. Ternoy. Oh, Bouchard. Quark. Yips. So, so. Also unterhalten tun sie sich schon mal. Oh. So, mal gucken. Du könntest doch mal ans Mikrofon gehen hier. Ach, der unterhält sich auch gerade mit Gregory. Ja, übe dich mal im Witze erzählen. Vielleicht hört dir ja sogar jemand zu. Dann kann der Gregory vielleicht auch noch was lernen. Revoy. Polymers. Patribna. Punkamelp. Thompson Abuna. Frange. Litway. Wibis Chimna. Ah, Missy hat die Videospielefähigkeit erworben. Und Gregory hört O-Comic beim Witzezählen erzählen zu. Ja, es war jetzt etwas anstrengend mit dem Baumodus, aber ich denke mal, die nächste Folge wird dann schon etwas besser werden. Ah, zum Essen rufen können sie alle gemeinsam essen. Und während unsere Kronks und Sims und Missys und Pete's und O-Comics dann zusammen essen, werden wir uns hier nochmal mit unserem ersten Sim-Haus verabschieden und hoffentlich auch alle Sims überleben lassen. Und sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge von Let's Play The Sims 4. Und ihr habt ja schon mal so einen kleinen Eindruck erhalten, in was man da alles so machen kann und wie das Ganze so aussieht. Also grafisch auf jeden Fall wahnsinnig gut geworden. Ja, ich habe keine Stereoanlage, ich kann leider nicht tanzen. Theory.
So, was hat er denn für ein Bestreben? Jemanden anrufen. Klicke auf das Telefon, wähle Plaudern und ein Sim, wenn du plaudern möchtest. Welches Telefon? Ich weiß nicht, welches Telefon. Im Baumodus hatte ich gar kein Telefon. Gerade mal. Erweiterte Tools. Oh ja, das brauche ich jetzt aber nicht. Teleskop. Naja, das werden wir später sicherlich noch rausfinden. Mit dem Telefon und dem Teleskop und was es nicht alles gibt, hast du nicht gesehen, schieß mich tot und ja, Dingens halt, ne? Hauptsache, sie unterhalten sich gut. Und die Pro-Fähigkeit steigt. Mit Pros abhängen. Aha. Macht ihn also auch glücklich. Wenn das mal nichts ist. Das Gute ist ja, dass hier ein, zwei Pros mit dabei sind, die miteinander abhängen können. Da ist das schon mal ganz gut, wenn die beide das Merkmal haben. Oh komm, ich kann jetzt Klopf-Klopf-Witze erzählen. Okay. Gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich euch mal ein paar Klopf-Klopf-Witze erzählen werde. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr habt so ein bisschen gesehen, was jetzt in die Sims 4 schon mal gibt. Und demnächst werden wir natürlich schauen, was wir noch so machen können, ob wir noch andere Sims treffen und Freunde werden und ja, welchen Job unsere Sims überhaupt haben oder ob die nur Partys feiern und nur abhängen und ihr Geld verjubeln. Naja, all das erfahren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss.